So, und damit geht es auch direkt weiter mit der nächsten Folge. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit gefunden und ich dachte mir, ja, kann man nutzen. Jetzt brauchen wir kurz das F-Tool hier. Ja. Ist irgendwie blöd, dass es diese komische, so ein Minimum-Dinge gibt. Oh, die haben es geändert. Oh, das ist super. Genau, gerade mal für solche Fälle und so ist es wirklich sehr gut. Finde ich toll, finde ich gut. Danke. Okay, genau. Ich habe gerade ein bisschen Zeit gefunden. Übrigens, sorry, wenn man gerade den Staubsauger im Hintergrund hört. Ja, auf alle Fälle ein bisschen aufzunehmen. Und ja, eine ganz gute Gelegenheit, würde ich sagen. Denn ich muss auch noch ein bisschen gicken dann und ich muss noch für Nidos vorbereiten und ich muss noch Schmuck farmen und ja, das Leben ist hart, das Live-Leben ist hart, es ist stressig, es ist hart, es ist von Aufs und Abs gedingst und alles einfach. Genau, so. Gar nicht so wesentlich, wollte ich was sagen. Habe ich nichts mehr zum Fliegen auf dem Ringmaster? Okay, 120er, oder? 120er? 121er? Wie war es hier? 116, 118, 120? Weiß ich nicht. 123er? 122er? 128er? 100... Ich weiß es nicht mehr, ich habe keine Ahnung mehr. Ja, 500 Jahre Fly-Erfahrung und trotzdem keine Ahnung mehr, wo die Gigs, wo die Mobs stehen. Okay, 120er war schon mal irgendwie richtig. Das Ding ist aber auch, ich bin... Ja, wie soll man sagen? Ich level halt immer so bei drei verschiedenen Mobs hier in Rathesia. Das sind die 116, die 120er, die 122er und ja gut, je nach Server halt dann noch die höchsten, die 100, was sind die, 126er oder so. Oder halt eben auch nicht, weil je nachdem halt dann so. Teilweise gibt es dann auch wieder andere Level-Gegenden oder manche Server haben halt nur bis Master oder whatever. Und teilweise level ich halt auch gar nicht weiter, weil, keine Ahnung, muss man wieder farmen bis zum Umfallen und ja. Genau. Ja, ich würde mal ganz kurz ein Thema anschneiden und das hat was mit Gaming zu tun. Das ist für mich echt schon fast eine Premiere. Dass ich mal ein Off-Topic-Thema wähle. Na, es ist nicht mal Off-Topic, es ist eigentlich gar nicht Off-Topic. Ich würde sagen, dass ich halt ein Off-Topic-Thema wähle, was halt wirklich mit Gaming zu tun hat, aber es ist halt eigentlich gar nicht Off-Topic, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Auf jeden Fall, ich finde es gerade ganz interessant, wie viele YouTuber, aber auch generell so die ganze Diskussion, so eine Gaming-Szene, eine Gaming-Community, aber auch so ein bisschen in Gesellschaft irgendwie aktuell so dahin schwenkt, dass diese ganzen AAA-Games einfach gar nicht mehr cool sind, in Anführungsstrichen, beziehungsweise gar nicht mehr gespielt werden. Und, ja, wie soll man besten sagen, dass sich auch generell diese ganze Branche selbst ziemlich zerlegt hat. Also generell diese, ich sag jetzt mal, diese AAA-Branche. Ich will es nicht mal sagen, diese ja, da nennen wir es einfach die Gaming-Industrie im klassischen Sinne, so im großen Sinne. Denn ich würde jetzt halt schon irgendwie einen Unterschied machen zwischen zum Beispiel Flive-Servern, also Flive-Privat-Servern und irgendwie einem Quadruple-A-Game von Ubisoft oder so. Das ist halt, das kann man halt nicht vergleichen effektiv. Man kann eigentlich nicht mal sagen, dass es die gleiche Branche ist oder die gleiche Industrie. Also ich meine, sie machen irgendwas mit Gaming und das ist das Einzige, was die halt miteinander teilen. Aber ansonsten, was verbindet die beiden miteinander? Nichts. Ungefähr. Würde ich jetzt mal behaupten. Und, naja, auf alle Fälle, worauf ich hinaus will, ist, worauf wollte ich gerade hinaus? Ja. Dass diese Triple- oder Quadruple-A-Branche irgendwie, also die zerlegt sich halt irgendwie selbst. Und so viele Spieler sagen, so wie ich will, oder wir wollen, oder so viele Spieler sagen, also individuelle Spieler sagen halt, also ich will halt einfach keine AAA-Games mehr für 60, 70, 80, 90 oder gar 130 Euro, wie bei, was war es hier beim, was ist das neue Assassin's Creed und das neue Star Wars und, glaube ich, gab es noch ein Game von, ich
glaube, Ubisoft war das oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Das Ding ist, wisst ihr, so damals war es, da dachte ich mir so, so krass, irgendein richtig krasses, wirklich ein ganz heftiges neues Game. Und das schaue ich mir erstmal richtig genau an und jetzt ist, ich merke es einfach selbst so, ja okay, irgendein Star Wars Game, ich weiß nicht mal mehr, wer es gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es von Ubisoft oder Blizzard oder EA war oder keine Ahnung. Weil mittlerweile, man schaut sich das an, man geht auf die Preise, okay, Vollversion 130 Euro, aber es ist nur ein Season Pass dabei, so DLC oder was auch immer, aber effektiv für das volle Spiel zu haben, halt den Maximalpreis. Und ja, es ist halt echt so, ich schaue drauf, okay, 130 Euro, ja gut, ciao. Und selbst wenn es irgendwie eine abgespeckte quasi Vollversion gibt, in Anführungsstrichen, für 70 Euro, das schaue ich mir nicht an. Ich zahle keine 70 Euro für ein Game. Also, wenn GTA 6 rauskommt und wenn es nicht übertrieben Vogue ist und irgendwie voll mit Scheiße ist, dann würde ich ja sagen, okay, ich spiele GTA seit dem dritten Teil, seit GTA 3. Ein Huni würde ich dafür hinlegen. Und dann müsst ihr nicht mal überlegen. Ein Huni für GTA 6 ist okay. Aber für irgendeinen random Star Wars Game, für einfach irgendein Star Wars Game. Ich meine, warum soll ich dafür 70 oder 100 oder 130 Euro hinlegen? Wofür? Warum? Wieso? Es macht halt keinen Sinn. Ich meine, was gibt mir dieses Spiel? Ist dieses Spiel das wirklich wert? Also, was trinken die bei? Also, ich meine, viele Spieler, und ich finde es eigentlich falsch, es ist eigentlich nicht richtig, aber viele Spieler rechnen mittlerweile Spielstunden in Euro um. Und ja, sehr viele oder sehr häufig sieht man und hört man halt einfach so, dass die Spieler halt mindestens einen Euro pro Spielstunde erwarten. Es ist in meinen Augen der komplett falsche Ansatz, aus ganz vielerlei Gründen. Also allein schon mal, wenn man halt wirklich, nehmen wir mal Flive. Ist Flive 5000 Euro wert? Ist es ein ganz blöder Vergleich, aber ist Flive 5000 Euro wert? Natürlich nicht. Das Ding ist, Games wie Flive strecken den Content halt wirklich massivst mit Grind. Und das machen halt eben, oder mit irgendwelchen Bullshit-Aufgaben und so. Und das machen natürlich auch sehr viele andere Spieler. Ich meine, klar, es ist ein Asia-Grind und man erwartet Grind. Okay, ist komplett, komplett okay. Aber die Sache ist einfach, es ist was anderes, wenn es zum Beispiel jetzt irgendeinen, lass uns mal überlegen, was ist ein aktuell ein gutes Beispiel? Halbwegs aktuelles Beispiel, wo das der Fall ist. Ich habe mir so viele Videos dazu angeschaut und ich muss sagen, ich weiß es gar nicht mehr, wie die ganzen Spiele hießen. Es ist so viel ergeben, mir hat einfach nie vorbei, weil ich mir jetzt so, ich schaue mir die an und denke mir so, ja, okay. Gefällt mir nicht und mache ich wieder halt aus, das Video. Und dementsprechend so, die bleiben halt irgendwie gar nicht so in meinem Kopf. Aber wie gesagt, ich meine, nehmen wir auch mal so GTA 5 zum Beispiel. GTA 5 ist sogar auch ein gutes Beispiel. GTA 5 Singleplayer-Mode, alles top, alles super, alles perfekt. Keine Probleme. Aber jetzt schauen wir ganz kurz an, GTA 5 Multiplayer. Du grindest dir den Arschbund. Du grindest, bis du nicht mehr weißt, wie du heißt. Also das ist ja noch schlimmer als Flive fast. Ich meine, du machst irgendwelche komischen Missionen immer und immer und immer wieder. Du 5, 10, 15, 20 Stunden, machst irgendwie diese Lieferung am Ende und dann kommt einfach irgendein Hacker auf irgendeinem fliegenden Motorrad daher und one-hitter dich oder so. So geil, einfach die ganze Grind über Stunden umsonst. Was ich sagen will ist, es ist halt dieser Bullshit-Content, dieser billige Content, der sich einfach immer und immer wieder wiederholt. Und dieser Content ist allerdings nichts wert. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen falsch, wenn man sagt, so ja, ich erwarte mindestens 1 Euro pro Spielstunde, weil ist einfach nicht sinnvoll in meinen Augen. Weil ich meine, Spielefirmen gehen einfach her und sagen so, ja, okay, dann strecken wir den Content dann einfach, ja. Dann machen wir genauso viel Content, oder dann haben wir irgendwie ein Spiel mit 35 Stunden Content und den strecken wir jetzt auf 100 Stunden mit irgendwelchen Bullshit-Quests, mit irgendwelchen Grind-Aufgaben, mit irgendwelchen Lauf von A nach B-Aufgaben oder so, irgendwelche Fetch-Quests oder whatever. Und deswegen, wir sehen es halt auch generell jetzt schon und ich finde es halt irgendwie auch deswegen wieder ein bisschen falsch und auch, ja, gewissermaßen auch ein bisschen gefährlich, wenn man halt sagt, so ja, man schaut nur auf die Euro pro Stunde.
das ist halt irgendwie auch nichts. Und ja, ich weiß nicht, was der Ausweg aus diesem ganzen Schlamassel ist. Ich glaube, AAA muss wirklich erstmal sterben, damit es wieder gut werden kann. Und ich glaube, AAA ist aber aktuell auch auf dem Weg zu sterben. Also, wenn man sich die Umsätze anschaut, die sind 2023 nicht gewachsen, obwohl die Spiele immer mehr kommerzialisiert werden. Ich glaube, EA war es oder Blizzard, die sogar schon davon sprechen, jetzt oder Microsoft, ich weiß nicht genau, die sogar davon sprechen, Werbung einbauen zu wollen in Spielen, ja, also Werbung. Gibt es übrigens schon im Landwirtschaftssimulator 22, da haben die tatsächlich Werbung für Lego eingebaut. Ja, unfassbar. Aber es geht los, ja. Es geht halt wirklich schon los. Ich meine, du zahlst so viel Geld für solche Games und dann zahlst du noch mehr Geld für DLCs. Und dann kommt halt noch der Developer her und sagt so, yo, und jetzt bauen wir noch Lego-Werbung ein. Ich find's abartig. So, es stört mich nicht. Es ist halt nur, es sind so ein paar Plakate und so, aber trotzdem. Also, man zahlt, also für einen Landwirtschaftssimulator, ich habe es mit einem Freund gespielt und wir haben beide jeweils, ich würde mal sagen, 70 Euro ungefähr ausgegeben. Roundabout 70, also mit DLC, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ein Kumpel von mir, glaube ich, hat sogar mehr ausgegeben. Müsste, glaube ich, so bei 110, 120 Euro ungefähr sein. Und die Sache ist, bedenken wir jetzt einfach mal. Du gibst so unfassbar viel Geld aus. Du gibst im Prinzip den Preis von 2 Vollpreistiteln aus. Und, jetzt habe ich das im Hals, super, geil. Mein Gott, ey, warte mal kurz. Kurz was trinken. Naja. Mal schauen, ob es weg ist. Du gibst so viel Geld aus. Das heißt effektiv 2 Vollpreistitel. Also ein Preis von 2 Vollpreistiteln. Und dann kriegst du halt sowas. Aber ich meine es auch nicht mal. Also ich meine, es sind ja gerade mal so die Kleinigkeiten. Ich meine, darum geht das gar nicht mal. Das Ding ist einfach, die Spiele werden nicht besser, sie werden schlechter, sie werden auch irgendwie langweiliger. Und ja, ich meine, schau doch mal irgendwie die Assassin's Creed-Teile von 2010 bis 2014, 15 ungefähr an. Und schau mal die heutigen Assassin's Creed-Teile an. Ich meine, die heutigen kannst du in die Tonne hauen. Tendenziell zumindest. Nicht komplett und so, aber sind halt einfach nicht gut. Ja, dann gibt es natürlich auch noch so Sachen, zum Beispiel, dass Leute sagen, so auch Hogwarts Legacy war nicht gut oder so. Also ich habe es gefeiert, mir hat Spaß gemacht und man sieht auf alle Fälle, dass die sehr viel Liebe ins Spiel reingesteckt haben. Die haben allerdings mehr Liebe ins Spiel reingesteckt und weniger ins Gameplay, wenn es irgendwie Sinn ergibt. Was einfach sehr viele kritisieren, was ich auch verstehen kann. Für mich ist es kein Kritikpunkt, weil ich sage, ich habe gewissermaßen genau das erwartet, denn es ist eigentlich üblich, dass Spiele von Filmen halt sehr auf das bauen. Also sie bauen weniger auf ein übertrieben krasses Gameplay, sie bauen mehr auf Atmosphäre, sie bauen mehr auf Immersion und weniger auf irgendwie einen komplett krasses Gameplay, weil ich es mal irgendwie 20 Mal hintereinander spielen könnte oder so. Ich habe es schon erwartet, gewissermaßen. Und für mich war es auch okay, weil ich habe es eben erwartet. Freunde von mir haben das halt gesagt, dass die halt das anders erwartet haben oder was anderes erwartet haben und eben halt zum Beispiel sehr enttäuscht. Verstehe ich. Kann ich halt auch verstehen, ja. Und ja. Ja, der nächste Punkt ist jetzt so, zum Beispiel Warner Bros. Sagt ja, also das Studio hinter Hogwarts Legacy beispielsweise, sie wollen, und das übrigens, das teilen fast alle AAA-Studios mittlerweile, Games as a Service. Das ist das neue große Ding. Generell, man soll diese Spiele gar nicht mehr erst kaufen können, man soll die quasi nur noch als Abo abschließen können, als Abo erwerben können, erwerben ist auch falsch. Zeitbegrenzten eben spielen können, sagen wir so. Das sind zum Beispiel mal 13 Euro im Monat für ein EA-Abo oder was war das, irgendwie 11,99 für ein Microsoft-Abo und so weiter. Effektiv, wenn man halt dann irgendwie verschiedene Spiele zocken will im Monat oder ständig
und dann keine Einschränkungen will, dann zahlen wir mal hier ein 10er, da 15, da nochmal 10, da nochmal 15. Also effektiv 50, 60 Euro, die man halt dann quasi ständig bezahlen muss im Monat. Also wenn man halt wirklich jetzt so die ganze Palette haben will. Das Ding ist allerdings, klar kann man sagen, so ja, ich gebe im Monat eh so 50, 60 Euro für Spiele aus, finde ich halt okay. Es gibt da ganz viele große Probleme. Denn, wie wir es bei The Crew gesehen haben, werden diese Spiele auch einfach mal entfernt. Das Problem ist sehr viel weitschichtiger. Natürlich haben wir auch das Problem erstmal dieser Online-Zwang und so weiter. Denn auch Spiele, die halt nur im Abo also gespielt werden können, die müssen halt alle einen Online-Zwang haben. Das heißt, jedes einzelne Singleplayer-Spiel wird halt in Zukunft einen Online-Zwang haben. Ja, und wenn du kein Internet hast, weil einfach mal wieder irgendwas im Arsch ist oder weil gerade umgezogen bist und die Telekom 3 Wochen braucht, bis mit dem Internet ankommt, dann kannst du nichts zocken, weil geht nicht, gibt's nicht. Zumindest kein AAA-Spieler mehr. Und natürlich, die wollen damit halt irgendwie, oh, hier wäre es geil für AOE, die wollen halt irgendwie sich ein verlässlicheres Einkommen aufbauen, welches halt einfach unabhängig ist von Spieler-Releases und so weiter. Ich finde es nicht gut. Ich finde es auch einfach die absolut falsche Herangehensweise, muss ich sagen. Was macht das Ringmaster? Ja, der denkt sich auch so, ja, ich fliege mal in eine andere Richtung. Es ist einfach die falsche Herangehensweise, auch wenn ich es, also aus wirtschaftlicher Sinn macht es ja vielleicht sogar Sinn für die. Und vielleicht auch für die Mitarbeiter, denn aktuell ist es so, okay, es werden nur 2, 3 verschiedene Spiele nicht verkauft und dann heißt das so, ja, wir kürzen die Stellen oder Stellenabbau, irgendwie mal wieder 25% der Belegschaft raus. Insofern ist es ja nachvollziehbar in meinen Augen, aber die Spieler nehmen halt echt ein dickes L da, also die haben dann einen sehr großen Nachteil dadurch. Also wir als Spieler, für uns ist es nicht gut. Und dieses Games as a Service ist es halt wirklich eigentlich so ein bisschen einfach der Krebs des 21. Jahrhunderts irgendwie. Dann neben dem Online-Zwang ist es natürlich auch immer wieder so, ein Service ist halt quasi ein Spiel, welches nicht einmal entwickelt wird und dann fertig ist, sondern quasi ein Spiel, welches vermutlich schon mal unfertig released wird. Also ich drehe jetzt einfach mal so deren Definition um, wenn die sagen, so, die wollen halt einfach nicht ein Spiel releasen, welches einfach einmal released wird und dann fertig ist, sondern welches dann quasi halt irgendwie weiterentwickelt wird. Ist an sich eine gute Überlegung. Das Problem ist nur, ich sehe, dass damit noch mehr Spiele released werden, welche in einem frühen oder vielleicht sogar noch sehr viel früheren Entwicklungsstadium sind, sehr viel mehr Bugs haben, sehr viel weniger Content haben und effektiv einfach so, dass jedes Game dann ungefähr so wird wie New World beispielsweise. Und New World war einfach eine Katastrophe in jeder Hinsicht. Und in meinen Augen ist es auch heute noch eine Katastrophe. Also nichts an dem Spiel, also ein Kumpel von mir hat es gezockt und er hat mir so ein bisschen darüber berichtet und auch wieder Streams gezeigt und so weiter, aber also ich finde das Ding eine Vollkatastrophe. Ich finde Flife in jeder Hinsicht besser. New World, also ja, zeigt mal jedem New World-Spieler Flife. Ja, mal so 2 Stunden oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass derjenige sagt so, ja, eigentlich, dafür, dass New World jetzt irgendwie 20 Jahre neuer ist, ist es wirklich einfach besser. Das wird ja, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, 20-30% der Spieler würden sogar eher zu Flife wechseln als zu New World. Ich glaube, an diesem Punkt sind wir halt einfach mal. Und ja, also das finde ich alles ja ganz und gar nicht gut. Also was da halt wirklich so passiert aktuell, ist schon ein bisschen traurig, ein bisschen dramatisch, auch ein bisschen schlimm. Und ja, es geht aktuell wirklich alles komplett in die falsche Richtung einfach. Also ich meine, Spieler sollen erstmal Spaß machen, Spieler sollen fertig sein und Spieler sollten vor allem auch irgendwie ein bisschen selbsterklärend sein. Early Access-Spiele haben nichts davon in der Regel. In der Regel gibt es vielleicht ein notdürftiges Tutorial, aber
also ein Spiel, welches halt wirklich auch ein bisschen selbsterklärend ist, muss erstmal gepolished sein. Aber das Polishing von Spielen passiert ja nicht im Early Access. Das passiert nicht in der frühen Entwicklungs- oder in der mittleren oder späten Entwicklungsphase. Das passiert ja quasi, wenn das Spiel fertig ist. Dann setzt man sich dran und macht Tutorials. Dann polisht man das Game. Dann optimiert man auch erstmal, ja. Also generell auch mal so das Thema Leistung und so. Ich meine, wie viele Unreal-Spiele mit einer Grafik von 2010 kennt ihr, die irgendwie euren PC zum Schmelzen bringen? Gefühlt ihr das zweite oder so? Also, ja, es ist ganz, ganz schwierig. Also, dieses Thema ist so facettenreich und ich glaube, ich könnte noch 2 Stunden drüber reden. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Ganze irgendwie zum Abschluss bringen kann, weil wir sind jetzt bei 20 Minuten und ich will irgendwie einen Abschluss finden. Aber ich will auch noch so ein, zwei Sachen mit reinbringen, aber ja, es ist schwierig. Also die meisten Spieler sagen halt, wie schon erwähnt, sie gehen halt einfach auf Indie. Sie gehen auf Indie-Spiele. Sie gehen vor allem auch teilweise gar nicht mehr auf die großen Publisher, weil diese Spiele halt einfach häufig nicht mehr gut sind. Und mal ein Positivbeispiel wieder, und das ist auch eine kleine Spielempfehlung, Foundry. Ich zocke das aktuell mit einem Freund seit einer Woche, mit 2 Freunden seit einer Woche, und es ist besser als, es ist innovativer, und gewissermaßen interessanter und weniger monoton als Satisfactory. Ja, ich sage jetzt nicht besser. Ich sage die Werte, die ich gerade erwähnt habe. Das würde ich sagen, ist besser als ein Satisfactory. Das Spiel ist im Early Access, ja, aber es gibt ein In-Game-Tutorial, In-Game-Wiki. Es wird alles erklärt im Prinzip. Es gibt auch so kleine GIFs und Bilder und so weiter in diesem In-Game-Wiki. Also es ist wirklich gut umgesetzt. Und es ist halt eben auch nicht alles so monoton wie zum Beispiel in Setters. Setters ist ein geiles Game, ich habe da drin 400, 500 Stunden oder so. Ich liebe Setters. Aber ich habe es halt so 5 bis 10 Mal durchgespielt und jetzt denke ich mir so, ja, wahrscheinlich werde ich dieses Spiel halt nicht mehr anfassen. Ich mag Factory Games, aber Setters kann ich nicht mehr sehen. Und jedes Update, was Setters bekommen hat, wird halt mehr und mehr grindy und weniger spaßig einfach. Und jetzt kommt Foundry raus und denkt mir so, geil, ein Factory-Game, welches wirklich wieder Spaß macht, welches einfach mal ein paar neue Konzepte drin hat, welches einfach mal Sachen anders macht, welches einfach nicht nur auf diesen krassen Grind setzt und diesen stundenlangen Gedöns und so. Ja, also ist immer wieder ein Positivbeispiel. Jetzt muss ich ganz kurz mal schnell nachschauen. Ich habe gerade noch mit 3D-Drucken nebenbei und ich hoffe gerade nicht. Mein Filament ist fast leer. Es sind noch irgendwie so ein paar Umdrehungen Filamente drauf. Und ich weiß gerade nicht, wie. Ja, es druckt noch. Fladi schickt mir erstmal Urlaubsbilder. Alles klar. Schreiben wir dann relativ viel wegen 3D-Druck und Co. Falls ihr euch fragt, ob der mir so random Bilder schickt. Nee, wir schreiben momentan täglich halt wegen 3D-Druck und so weiter. Und ich habe ihn ein bisschen dazu gebracht und Anfang waren es halt einfach sehr, sehr viele Fragen und mittlerweile schickt man es einfach dann selbst in irgendwelche eigenen Kreationen oder Missgeschicke oder Erkenntnisse oder Filamentangebote, wovon wir beide viel zu viel ausgeben. Und ja. Genau. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich hab gerade ein bisschen den Faden verloren. Ja, wie kann man die Gaming-Branche noch retten? Gar nicht. Beziehungsweise, ich meine, die Gaming-Branche geht aktuell in so vielen Aspekten in die falsche Richtung. Ich meine, es fing ja an, dass sich viele darüber beschwert haben, dass alles so woke ist. Und ich habe mich auch schon drüber beschwert. Zum Beispiel, da hast du irgendein Game, wo du mit einem Auto durch die Gegend fährst. Und dann hast du erstmal dreimal, also beziehungsweise du bist dann, fang mal so an, da hast du eben diese ganzen Regenbogenfahnen und Regenbogenflaggen und diese, wie nennt man diese komischen Flaggen? Diese komischen bunten LGBTQ-Flaggen-Gedings da.
Und du hast es halt teilweise wirklich, es wird einfach so aufs Auge gedrückt und es wird einfach so, so erzwungen und so, dass einfach jeder noch abgefuckt ist. Natürlich gibt es so ein, zwei Spieler, die vielleicht auf 100 Spieler kommen, die sagen so, ja, ich finde es voll wichtig und so, aber der Fakt ist einfach so, 90%, 95, 98, 99% der Spieler fuckt es nur noch ab. Und es ist halt nicht mehr so, dass es halt irgendwie sinnvoll implementiert ist oder halt irgendwie ein bisschen nicht so penetrant einfach ist, sondern es ist halt wirklich so, also so penetrant, dass es eigentlich schlimmer schon gar nicht mehr geht. Beispiel, Pacific Drive. So, ich spiele dieses Spiel seit ungefähr 20 Stunden zu diesem Zeitpunkt. Und ich schalte irgendwas frei und dann kommt unten so ein Banner. Und dann laufen diese ganzen LGBTQ-Flaggen da durch. Und kommen noch so Töne dazu, hier, das kannst du das ausrüsten und da und da und da und da. Und diese 20, 30, 40 Flaggen laufen da irgendwie ein, zwei Minuten durch und ich denke mir so, Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen oder so? Junge, du fährst mit einem Auto einfach noch die Gegend, du kämpfst, also du weichst halt Anomalien aus, du farmst, du grindest und so weiter. Es hat nichts mit irgendwie Sexualität zu tun und dann kommen diese Flaggen da durch. Und dann später ging es noch weiter, dann kamen irgendwie Quests, so hier, geh zu diesem Automat, zu diesem Individualisierungsautomat und rüste das und das aus. Haben die als Quest gemacht, quasi, du musst quasi zu dieser Maschine hingehen und dann diese Flaggen auch noch ausrüsten. Also die sagen wirklich so, hey, du musst dir quasi so eine LGBTQ-Flagge aufs Auto malen. So, what the fuck einfach. Du kannst auch wieder runter machen und so, okay, aber trotzdem, es geht einfach ums Prinzip und sehr viele Spieler sagen einfach mittlerweile so, wir haben darauf einfach keinen Bock mehr und wir wollen diese Spiele auch gar nicht mehr unterstützen, diese ganzen Spielerstudios und vor allem diese ganzen Consulting-Firmen, die dahinter stehen. Also, das war halt so der Anfang, aber mittlerweile ist es so, die Spiele werden immer teurer und teurer und teurer. Natürlich, wenn du irgendwelche Consulting-Firmen dafür bezahlen musst, dass die ein Spiel Vogue machen, die wollen bestimmt auch ein paar hunderttausend Euro oder vielleicht sogar ein paar Millionen oder vielleicht nehmen die auch irgendwie 5% oder 10% vom Umsatz oder so. Und effektiv, wir Spieler bezahlen für diese Scheiße halt eben auch noch. Und das sind halt eben auch dann einfach ein paar Aspekte, wo man sagen muss so, ja, will man halt nicht mehr. So, warum, also welcher Spieler will denn schon für seine eigene Belehrung zahlen? Ich meine, das ist ungefähr so als goldene Schlüssel, cool. Okay, wow. Ja, darauf hat man halt wirklich keinen Bock, glaube ich. Und dann gibt es eben dieses Ding, wie gesagt, mit diesem Games as a Service, so diese Abo-Modelle und so weiter. Dann gibt es diesen Online-Zwang. Ich meine, man sieht doch diese Sachen nicht bei irgendwelchen Indie-Games. Also ja, Pacific Drive ist ein Indie-Game, und da haben wir es auch gesehen, zumindest mit diesen Flaggen-Irsen und so, aber zum Beispiel dieser Online-Zwang, den führt kein Indie-Game ein, weil es weiß, das wäre das Ende von diesem Studio. Das macht keiner. Und ja, es sind einfach sehr viele Aspekte, die aktuell die ganze Branche wirklich ziemlich zerstören. Und das Problem ist auch wirklich einfach, wenn man sich das Ganze anschaut, diese CEOs von diesen Firmen mittlerweile, also die schauen halt aus wie irgendwelche Aktivisten, die gerade in New York durch die Straßen ziehen, so effektiv. Und man merkt auch wirklich einfach, dass die von der Spielebranche, von Gaming, die haben dafür nichts übrig. Es sind halt wirklich Aktivisten, die in der Spielebranche arbeiten. Aber es sind keine Gamer, es sind keine Nerds, es sind keine Leute von uns. Es sind random Leute, die irgendwelche Gender Studies studiert haben und der Meinung sind, ja, die Gamer sind halt irgendwie alle dumm oder kacke oder was auch immer. Wir müssen jetzt einfach die ganze Branche ummurksen oder nicht ummurksen, sondern umwursteln und die muss inklusiver werden und die muss anders werden und die muss besser werden und muss moderner werden und so weiter. Aber wer hat danach gefragt? Keiner. Ja, wir wollen geile Games haben, wir wollen geile Games haben, wo man abschalten kann. Vor allem, wir wollen auch einfach abschalten von der Realität, wo das einfach jeden Tag irgendwie ein Thema ist, in Medien, in der Politik, in wo auch immer so. Wir wollen zocken, wir wollen geile Games haben, ja? Wir wollen diese Scheiße nicht, wir wollen nicht irgendwie wissen so, oh geil, jetzt müssen hier wieder irgendwie Quoten erfüllt werden. Oder wow, hier gibt's Leute, die halt die Story umgeschrieben haben zugunsten irgendwelcher Quoten und so. Also, ich könnte mich noch Stunden drüber aufregen, ehrlich gesagt.
Ja. Man könnte noch lange drüber reden, glaube ich. Also hier gibt es ganz viele Aspekte zum Ganzen. Und ich glaube, es gibt auch noch ganz viele andere Aspekte dazu. Also allein schon mal teilweise, wie blöd, dass die halt auch einfach diese Spiele halten oder so. Zum Beispiel diese Jump'n'Run-Spiele. Ihr kennt doch diese weißen, diese gelben Streifen dann teilweise in diesen Klippen. So, wo man so denkt, okay, die Spieleentwickler sagen damit euch quasi gerade, ihr seid einfach zu blöd, diese Stellen zu finden, wo man hochspringen kann, deswegen machen wir für euch da irgendwelche gelben Dinger hin. So, ich weiß es nicht, Mann. Also, das sind halt wirklich schon irgendwie so Punkte erreicht, wo ich mir teilweise echt so denke, das hat einfach alles verloren. Und ich meine, ob es dann gelber Streifen oder Balken ist oder nicht, ist ja nur das eine. Das Ding ist halt, sobald man halt sowas einbaut, gibt es halt eine vorgefertigte Linie, wo man halt langlaufen kann. Bedeutet, die Spiele, die Maps werden einfach wieder irrsinnig schlauchartig. Ja, wisst ihr noch damals so Call of Duty World at War? Diese Maps waren super schlauchartig, haben sich viele Spieler beschwert und mit der Zeit wurde es dann zumindest ein bisschen besser. Und jetzt führen wir das sowas ein, also wirklich irgendwelche gelben Pornobalken und wo halt die Spieler rauf können. Das Problem ist einfach nur, man kann ja nicht die ganze Welt damit zugleistern und man kann nicht irgendwie, es geht ja nicht. Ich meine, stell mal einen Tomb Raider vor, wo jeder Stelle irgendwie so markiert wäre oder so. Das wäre total komisch so, man will halt selbst ein bisschen was entdecken, man will eben selbst sich ein bisschen rumprobieren, ein bisschen durchkämpfen, einfach mal schauen, welche Wege das gut sind oder wo man halt besser oder schlechter hochkommt und so. Aber ja, jetzt geht es halt wieder einfach dazu zurück, dass man halt wieder da ist, wo man sagt, die Games werden wieder schlauartiger, wieder monotoner und langweiliger und so, einfach weil man halt denkt, man muss die Spieler halt wirklich behandeln wie ein kleines Kind. Und ja. Unser Inventar ist sogar fast voll mit dem ganzen Holy Shit. Es sind einfach die Sachen, die mich ja persönlich stören und die ich halt auch aus dem Freundeskreis immer wieder höre. Also jeder Einzelne, wirklich jeder Einzelne, den ich kenne und mit dem ich halt irgendwie Kontakt habe oder halt über Gaming schreibe oder mich unterhalte oder so. Und Level Up, gleich, jetzt Level 12, let's go. Die sagen halt alles das Gleiche effektiv. Ich höre immer das Gleiche. Die Spiele werden zu langweilig, die werden zu woke, die werden zu dies, die werden zu das. Es ist immer das Gleiche. So, hier sind die 105 Teile nicht dabei. Sehr gut. Dann mal weg mit dem ganzen Krempel. 13 EP jeweils, wow. so viel Zeug einfach. Ich glaube, es wird halt echt einiges in EP bringen. Ja, also wie kann man die Spielebranche retten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da irgendwie keine Hoffnung mehr. Also, da läuft das so viel falsch die ganze Zeit. Weiß ich nicht. Ich sehe da halt echt weniger Chancen, dass man da noch irgendwie was retten könnte. Also, nee. Ich denke eher nicht. Ich denke, es wird sehr, sehr schwierig. Also wenn man noch was retten will, dann müsste sehr schnell was passieren und dann müssen sich allerdings auch mal die Leute, die aktuell in der Macht sind, wirklich mal, ja, die müssten eigentlich komplett weg. Die ganzen CEOs, 20 Dust. Die ganzen CEOs, die man da aktuell so reden hört, die haben halt alle keine Ahnung von Gaming. Das sind alles Finanzhaie, die halt wirklich gar keine Ahnung haben von Gaming und ja, nee. Nee, also das sehe ich halt einfach wirklich, also das Einzige, was ich halt wirklich so sehe, ist, wenn es in der Führungsriege halt wirklich drastische Änderungen geben würde. Okay, 60 haben wir bekommen, okay, also die Rarities abhängt davon, wie viel das man bekommt, interessant.
Ja, aber wie gesagt, die Chancen, dass da was sich ändert, little to none. Genau, mach noch die Power-Ups fertig, dann höre ich auf. Achso, warte mal, wir haben hier diese Spritzen. Jawohl. Ein Pet, was wir nicht wollten. Hm. 40% Shit, das reicht nicht mehr ganz fürs Level Up. Das ist ein bisschen schade. Bisschen sehr schade sogar. Das reicht nicht mehr annähernd. Wobei, wir müssen eh auf 99,99 leveln, von dem her. Hm. Gut, für Dungeons wäre es jetzt nett gewesen, wenn wir schon 120 gewesen wären, aber ja. Nicht so dramatisch. Okay, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.